Und weiter geht's mit Let's Build Total War Warhammer 2. Matsumuni steht weiter vor der Bluthalle. Mal können langsam mal Wetten abgeschlossen werden, wie lange das noch dauert, ne? Ja, spätestens bis ich unten bin, ne? Weil ich schicke jetzt zwei Armeen gen Süden. Eine davon wird hier unterstützen gegen Skaven und Vampirküste, die andere wird jetzt unten hier dazu stoßen. Selbst wenn der Orden der Lehrmeister einfach immer noch nicht kommt, kann es mir eigentlich Wumpe sein. Denn dann komme ich eben selbst. Ganz ehrlich, irgendwann ist ja auch mal gut. Und die zu verfolgen, ja, wie gesagt. Die zwei Armeen sind genau das, was ich noch brauche. Eine Armee, um hier zu drücken, die andere Armee, um hier gleichzeitig Skaven und Vampirküste zu vertreiben. Weil immer, wenn ich irgendwo bin, kommen die anderen von der anderen Seite. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Was ich auch nochmal gucken wollte, war Diplomatie. Konnte ich mir den letzten verteidigen? Ich kann euch noch Kriegskoordinationsziele geben. Aber alle mit denen ihr im Krieg seid, können mir eigentlich Wumpe sein. Was ist mit Kalida? Die Frage ist, mit wem wird sie sich gut stellen? Soll jetzt mal zum Krieg zwischen mir und dem Orden der Lehrmeister kommen. Und ihr? Wir können immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Kommt, Leute. Seid doch mal nicht solche Trolle. Yes? Trolle. Yes? Fühlt sich da jemand angesprochen oder was? Aber wir können Handel machen. Hm. Geht so nicht. It is time. Ihr könntet mir aber mal wirklich was angreifen. Jagt mir mal irgendwelche Skaven-Armeen. Die da hinten möchte ich euch jetzt nicht zumuten, aber jagt mal irgendwelche, die hier unterwegs sind. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich großartig machen will. Sind wir fertig erstmal. Ah ja, stimmt, der eine hier. Den könnte ich eigentlich doch wieder runterschicken. Gerhard Söldner und meine Menschlein verstehen sich nicht so sehr. Aber egal, meine Menschlein werden jetzt eh nicht mehr im Norden großartig herumfingern. Ich könnte meine Menschlein eigentlich tatsächlich... Ja, meine Menschlein... Was sind das überhaupt für Krieger? Ach, das ist ein Schattenkrieger, alles klar. Die sieht man relativ selten, man sieht ja viel häufiger die Schwester von Avalon. Aber Schattenkrieger kenne ich noch gut genug, vor allem aus Warhammer Online. Ihr seid ja wohl die Letzten. Seid ihr. Die letzten Verteidiger, die haben da echt übel gespült. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die... Lustigerweise hier die Pyramide wird ja immer noch hier bewacht von der neutralen Fraktion. Neutral, also... Ja, ihr wisst schon. Ich komme gerade nicht drauf, wie die nochmal hießen. Grrr. Muss das jetzt sein? Jetzt kommen die natürlich wieder hoch. Natürlich könnte ich die jetzt abfangen, aber wenn ich das mache, dann kann ich die Vampirküste nicht mehr... Mann, ihr macht mir aber wirklich alles gerade schwer. Okay, wisst ihr was? Ich war... Ja, Gewalt... Okay, hat sich erledigt. Die greifen schon an. Oh, Mann, Lufa. Oh, ne, das zu schlagen jetzt nicht. Sie haben es nur geplündert. Und jetzt gehen sie weiter. Okay, interessant. Der Thomas Kelly. Dann haben wir Camry. Die haben nicht mal großartig was gegen mich. Aber ich glaube, die sind doch mit hier... in der letzten Verteidigung im Krieg, oder? Irgendwas war da. Die Verbanden. Weil wenn jetzt eigentlich die Puppen des Chaos da oben bis jetzt kaputt machen, ist es doch gut möglich. Jetzt kann ich es übrigens wieder sehen. Ihr... Ja, die sind ja sogar mit den Dunkelelfen im Krieg. Ich meine, niemand mag Skaven, klar. Und vielleicht mögen mich viele nicht da... Obwohl... Ich bin mir unsicher, ob es irgendwelche gibt, die großartig mit den...
Ich könnte die tatsächlich als Sprungbrett benutzen, ne? Die Skaven da oben im Norden. Ich mach's trotzdem mal. Bin allmächtig, ihr müsst das. Gibt's hier. Ach, schöpft Hirn. Angreifen statt verteidigen, passt schon. Sequenz der Arbeiter. Einkommen verstetten. Yes. Lord Kroak regt sich. Der mächtige, ehrwürdige Lord Kroak erhebt sich aus seinem tiefen Schlummer. Seine Macht ist so groß, dass nicht einmal der Tod seine Hingabe zum großen Plan aufhalten konnte. Sucht ihn auf, denn seine Unterstützung ist von unschätzbarem Wert. Und wo ist er? Ich glaube, der will gar nicht gefunden werden. Das ist es höchstwahrscheinlich. Okay. Runter. Er konnte ihn zurückschlagen. Möge der Bessere gewinnen. Ihr könnt euch jetzt untereinander prügeln, wie ihr wollt. Aber trotzdem, meine Menschenverbündeten sollen mich eigentlich unterstützen. So. So. Nicht unbedingt gegen Lothar, nicht unbedingt gegen die Tyrannen. Ich wünschte, ihr könntet irgendwie den ich könnte sagen, dass ihr die Skaven. I am ready to parley. I hope your words are wise. Solchen Clan. Ja, zu Ätten, dann möchte ich jetzt eigentlich nochmal einen Krieg erklären, vor allem weil wir eben das Friedensabkommen gemacht haben, das ist ja auch von Arnus. Das Friedensabkommen. Na, ich komme jetzt nicht schnell genug nach Slanguatep. Ich glaube hier die Siedlung da oben. Kann sich grundsätzlich verteidigen. Aber gut genug ist die Frage. Ob gut genug? Ich merke gerade, dass sogar hier eine Einheit fehlt, aber hier kann ich den Saurus Hornnacken rein, mit reinnehmen oder sowas. Da ist mein 20er. Ich brauche ich jetzt unten. Ich brauche ich ebenfalls. Du gehst trotzdem in diese Richtung mal. Und hier marschiere ich mal weiter in die Richtung und versuche mir Slanguatep irgendwie nochmal zu reparieren. Oh, das hat trotzdem übelst gekostet. Mann! Die könnten es jetzt tatsächlich nochmal schleifen oder so. Warum habe ich eigentlich dieses Gebäude? Ich brauche ja eigentlich nicht unbedingt die öffentliche Ordnung. Obwohl, aktuell eigentlich schon. Lass uns erstmal noch stehen. Nächste Forschung. Wachstum, Unverdorbenheit, Fraktionsweit. Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Machen wir mal. Rekrutierungskosten für Saurus. Salamander, Pterodonreiter, Kampfechsen. Ist dann aber auch sehr interessant, muss ich sagen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt gucken wir erstmal, dass das irgendwie weitergeht. Die sind gar nicht so stark aufgestellt. Ich könnte eigentlich weiterhin schön Mauern beschädigen. Ich könnte weiter schön Garnison beschädigen. Ich mache vor allem mal Garnison angreifen in großen. Genau. Im großen Stil. Vor allem, weil ich hier richtig ordentlich Verluste verursache. Wenn ich da mal richtig angreife, ich könnte es dann eigentlich fast mal hergehen und die belagern, ne? Verwunden würde ich bei ihm auch mal erhöhen. We will fail. Commander Boreal. So, machen wir auch mal die ganzen. Wisst ihr was? Es gibt ja Möglichkeiten, die davon abzuhalten, die ganzen. Ich belagere sie jetzt einfach mal. Die sind jetzt gut verletzt hier. Das macht schon mal locker wett. Ja, das ist eigentlich gut genug.
Ich werde einfach nur belagern. Damit halte ich sie nämlich auf. Ich glaube, ich habe einen Plan. Vielleicht brauchen wir gar keine Verstärkung hier. Nächste Runde werde ich die Belagerung wieder abbrechen. Werde wieder hergehen, Garnison beschädigen und meucheln, so gut es geht. Und Belagerung weiter fortführen. Ich versuche die jetzt einfach mal auszuhungern. Mit jedem Mal, wo sie zögern, einen Ausfall zu machen, um mich anzugreifen, werden sie selbst bereuen. Ja. Wenn sie jetzt einen Ausfall machen, soll es mir recht sein. Ah, nee, stimmt, den habe ich irgendwie aus Versehen rausgeholt. Wollte schon sagen, irgendwie fehlt doch der eine Bestienpriester, den ich hatte. Ich dachte echt, der wurde jetzt gemäuchelt oder so, aber ich habe den irgendwie rausgezogen. Also, raus, nicht aus. Ich meine, es ging da eh nichts an. Denkt nichts Schlimmes von mir. Mit solchen Diskussionen können wir anfangen, wenn wir mit den Dunkelelfen spielen irgendwann. gut. Na gut, die haben ja auch nichts an, die Frauen da zumindest. Verdammt. Dann habe ich nichts gesagt. Aber bei den Hochelfen zumindest. Aber die Hochelfen können ein bisschen dauern. Also, ich weiß nicht, ob ich sofort im Anschluss weitermache, weil derzeit streame ich ja eine ganze Menge von hier den Skaven, von den Neuen. Ich weiß nicht, ob ich direkt im Anschluss mache, aber die nächste mögliche Fraktion ist höchstwahrscheinlich die neue Skaven-Fraktion zum Let's Playen. Und danach höchstwahrscheinlich... Ich muss es extra betonen, weil einige Leute sehen alles als Versprechen. Höchstwahrscheinlich, ja. Es ist gut wahrscheinlich, aber es ist nicht absolut garantiert. Der schafft es echt tatsächlich nochmal hier. Was für ein Arsch bist du eigentlich? Dann habe ich eine Chance. Seine Truppen sind ein bisschen verletzt. Ich müsste Lufa tot kriegen, aber das kriege ich mit diesen... Nee, die Truppen sind zu geschwächt dafür. Also, meine Truppen sind an sich zu schwach, um Lufa kaputt zu machen. Ich habe hier nicht wirklich was Panzerbrechendes dabei. Das ist das Problem. Seine Einheiten kriege ich bestimmt irgendwie kaputt, aber Lufa selbst werde ich nicht tot bekommen. Und er wird zu stark durchschneisen. Das ist... Nee, das ist nicht machbar. Mannhafte Niederlage, ja, der macht mir jetzt natürlich und hat wieder nur geplündert. Meine Güte, ey, der Typ geht mir gerade echt auf die Eier. Na, warte. Wenn Sie ehrlich, ich schaff's jetzt mit Mazdamundi alleine da unten. Ich schicke beide Armeen jetzt darüber, um da mal aufzuräumen. Ich habe die Schnauze voll. Eine Armee geht jetzt darüber rüber, um hier im Süden die Skaven auszurotten. Die andere Armee, ja, die Armee hier wird rübergehen, um die Vampirküste zu machen. Und die Armee wird auf der rechten Seite ein bisschen durchspülen. Jetzt reicht's, ey, da unten. Die gehen mir zu sehr jetzt auf den Sack. Und mein Ritual ist fertig. Schön. Marsch, Mundi. Wundi, Lundi, Wundi, Wundi. Wenn ich hier einen Ausfall mache. Andererseits. Viele von denen, seinen Trupps, sind stark beschädigt. Klar sind die hoch befördert, weil es jetzt besondere... Fenderie ist aber meine Coxigore, meine und vor allem mein Stegadon, die dürften da übelst durchwalzen. Andererseits, was? Wie schlimm ist es, noch eine Runde zu warten? Weil die Stadt hat ja Mauern. Wenn die das stürmen müssen, ist es nochmal schlimmer für die. Ah, Toxide, was macht denn der jetzt noch hier? Meine Güte, ey, lasst mich doch. Das ist gerade richtig grausam. Ich werde jetzt die Vampirküste hier jagen. Ich sehe kein... Ich sehe nichts anderes als... Möglichkeit. Geschossschaden, bitte. Kannst du sogar... Warum gehst du nicht näher? Tu es! So. Hat er es echt geschafft, mit seiner Armee abzuhauen, bevor... Moment mal kurz. Ich könnte jetzt seine Armee hier unten angreifen, oder? Kann ich das? Es sollte eigentlich reichen, oder? Hm.
Mauern beschädigen ist mir Wumpe. Kann ich so angreifen, könnte ich nochmal. It's a lot skink. Ja. Das sind echt viele Skinks, muss ich auch sagen. Warum? Nee, der kann da tatsächlich nichts machen. Okay. Ist nicht so schlimm. Im Notfall gehst du wieder damit zu ihm rein. Obwohl, nee, das wird wieder die Bewegungsreichweite einschränken. Und einschränken. Wisst ihr was? Wir speichern das mal. Nur für den Fall, dass es nicht... Weil ganz ehrlich, damit geht mein ganzer Plan kaputt. Es ist jetzt bloß Unsicherheit, ob die Bewegungsreichweite reicht. Weil angezeigt wird, dass es funktioniert. Jetzt habe ich nochmal die Garnison beschädigt. Ich könnte das Ding jetzt entweder stürmen oder ich mache hier die Armee daneben platt. Wie weit kann der wegfahren? Aber jetzt könnte ich so... Ja gut, okay, dann setze ich mal die Belagerung fort. Ich kann die ja noch weiter beschädigen, ne? Ich muss jetzt nicht unbedingt die Stadt angreifen. Auf diese Weise hungere ich die nämlich gerade richtig effektiv aus. Denn das ist ihre einzige Stadt. Die haben keine Möglichkeit, noch irgendwo Verstärkungen dazu zu holen. Wie weit der sich zurückgezogen hat, ne? Der ist einmal um die gesamte Insel gefahren. Man könnte fast meinen, das ist eine Passive von den Bretonen oder sowas. Na komm, geh erstmal wieder rein. Wie sind jetzt eigentlich die Chancen, wo ich meinen Skink dabei habe? Okay. Wir können das alles noch weiter runterdrücken. Hier rennt mir die Zeit nicht davon. Ich habe jetzt meine ganzen Armeen ja dazugezogen hier. Mein nächstes Ritual hat auch noch ein bisschen Zeit. Aktuell rennt mir die Zeit nicht weg. Sie können zumindest mehr rennen. Oh, bevor ich irgendwelche Gebäude hier mache oder irgendwo wieder repariere, warte ich erstmal. Nein, 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 nein. Ist gut. Beenden. Ah ja, stimmt, meine ganzen Erkenntnisse. Oh, haben alle noch ihre Befehle. Aber gerade hier, meine, ja, die ganzen Saurus-Hondacken setze ich wirklich mal als Attentäter als ein, beziehungsweise als Tier. Armeebeschädige. Hochkarätige Armeebeschädige. Ich habe vorhin eine Berufsbezeichnung, ich bin Armeebeschädiger. Ach, kommen die Orden der Lehrmeister auch mal vorbei, oder wie? Bis ihr da seid, ist es schon vorbei, Leute. Bis dahin sind wir wahrscheinlich schon im Krieg. Eigentlich kann ich gleich im Süden bleiben, ganz ehrlich. Eigentlich kann ich mit einem guten Teil... Also gut, mindestens ein... Ich habe jetzt 4 Armeen, ne? Ich habe 4 Armeen. Ich würde sagen, 2 bleiben im Süden, um den Orden der Lehrmeister zu bekämpfen, sobald es feindlich gegen uns wird. Und 2 bleiben oben, um meine Rituale zu schützen. 2 Armeen sollten reichen, 2 gute. Und zwar für beides. Aber bis ich das nächste Ritual ausführe, will ich erstmal die Skaven-Bedrohung ausgeschaltet wissen. Weil die gehen mir jetzt gerade zu sehr auf die Eier. Das dauert jetzt auch nicht mal lange. Jetzt, wenn meine Armeen da sind, dann bügele ich einmal ordentlich drüber. Ah, natürlich kam jetzt die Verstärkung dazu. Mann, ey! Hätte ich doch meinen Ausfall gemacht. Weil das Ding jetzt zu verteilen, ey, das bringt nichts. Oh, ja, das gibt's doch nicht, ey. Nee, ja, der Sturmratten und das Ding, nee, das aktiv zu schlagen, wäre das ist auch nicht wert gewesen. Nee, ich muss da jetzt einmal drüber. Ich habe jetzt die Schnauze voll von denen. Ja, natürlich, die Vampyrke ist da auch noch irgendjemand, der ein bisschen Lust hat, mal über die Siedlungen drüber zu fahren. Ey, da kriegst du wirklich, dann kommst du mir mit. Ich glaube, der kommt mir wirklich mit Marsch, kann das sein? Das ist unglaublich, was die da gerade machen. Ich muss da jetzt drüber. Ich habe die Schnauze voll von den Ritualen. Ich mache keine Rituale mehr. Ich warte mit dem nächsten Ritual, bis ich da einmal drüber gebügelt bin. Die gehen mir gerade zu sehr auf die Eier. Das ist ja unglaublich. Ritual abgeschlossen. Lothar hat es auch abgeschlossen. Warum auch immer die es geschafft haben. Ich habe nochmal gesegnete Saurus mit Speeren. Ja, ja, Siedlung verloren, ich weiß. Aber wisst ihr was?
Ich kann kaum glauben, wie egal mir das jetzt ist, weil ich jetzt hier drüber fahre. Einmal her damit, bitte. Wollt mir ernsthaft sagen, dass meine... Okay, von mir aus. No, not for us. No, need my warp token stash. So, ich brauche noch eine Runde. Aber ihr könnt mich gerne auf dem offenen Feld herausfordern, wenn ihr wollt. Eure Garnison dürfte nicht allzu groß sein. Ja, die ist stark verletzt. Der Kommandant hat bessere Tage gesehen. Wenn ihr alle einzeln ankommt und euch von meinen Sauriern niederballern lässt, dann können ruhig noch mehr kommen. Wenn ihr euch nächste Runde den Ausfall machen wollt, kommt gerne. Wenn ihr noch eine Runde wartet, habe ich meine zweite Armee. So oder so, ich bin zufrieden. Natürlich kriege ich den knapp nicht, das gibt's doch nicht. Aber wenigstens kriege ich Slang Huatep und diese Stadt wieder aufgebaut. Machen wir ein Wachstumsgebäude rein. Schade, dass ich jetzt nirgendwo die Bewegungsreichweite schnell nochmal skillen kann. Wäre genau das, was ich jetzt noch brauchen könnte. Sind die eigentlich verbündet? Die sind verbündet. Das ist hier noch Quicke. Der solche Clan hat echt Clan Moors einverleibt? Okay, ich glaube, Chotek können die sich aber nicht holen, oder? Nee, ab da wird es zu schwierig für die. Zumindest nicht beim eben mal drüber spülen. Und der Tempel hat auch eine Mauer. Die haben allesamt eine Mauer. Dann würde ich hier mal auf weitere Aktionen von euch warten. Beziehungsweise auf Verstärkungen. Okay. Whatever, die gerade hier machen. Aber so eine Wumpe sein. Ich mache noch ein bisschen die Garnison kaputt. Nicht nur die Garnison, wenn ich jetzt noch Mauern beschädigen möchte. Das würde auch sehr gut funktionieren. Ich mache gerade die Stadt sowas von kaputt, einfach nur. Oh hey, soll mir recht sein. Jetzt gehen wir wieder ran. Die sollen keine Chance haben, sich irgendwie zu erholen. Ist aber lustig, dass sie trotzdem so gute Chancen haben. Aber wir machen das einfach noch ein paar Mal. Und selbst wenn die Chance nicht steigt, dann würde ich da irgendwann einfach stürmen. Nachdem ich 20 Mauerdurchbrüche habe oder so. Könnte auch lustig werden. So, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, oder? Ich schicke jetzt wirklich alles runter, was ich habe. Kann mein Verbündeter wenigstens. Ja gut, die haben, glaube ich, wieder was. Ne? Die können ja ruhig auch mal ein bisschen was jetzt kaputt machen. Weil der Seuchenclan ist eigentlich sehr gut damit beschäftigt, glaube ich, mit allen Armeen, die die haben, hier oben bei mir zu nerven, ne? Wir haben ja zwei halbe und eine dreiviertelste Armee. Ja, und nochmal eine halbe. Aber die haben da ein bisschen was. So ist es nicht. Ach ja, stimmt. Ich gab's ja auch noch. Ihr seid alle so unscheinbar. Kitochrom. Wir haben heute immer noch keine Schlacht gehabt übrigens. Also jetzt in der Aufnahme jetzt. Also die letzten zwei Folgen. Nächste könnte es eine geben. Ich glaube, allerspätestens nächste Folge würde ich dann höchstwahrscheinlich jetzt mal die Dunkelelfenstadt stürmen, ne? Klar hätte ich einige von diesen Garnisonschlachten machen können, aber ganz ehrlich, Garnison gegen einen hochrangigen Kommandanten oder starke Eliteeinheiten. Ich kann höchstens versuchen, gegen... Okay, hätte ich jetzt eigentlich... da haben wir unsere Schlacht. Ja, ich glaube, der macht jetzt noch aus. Der hat es aber tatsächlich geschafft, einen Hinterhalt zu erreichen. Da haben wir jetzt ein bisschen Spaß, würde ich sagen, aber nichts gegen ein bisschen Spaß. Also, diese Folge wird es aber nichts mehr. Tut mir leid in der Hinsicht. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen und nächste Runde wehren wir den Hinterhalt ab. Ich denke mal, selbst wenn da jetzt ewig viele Ratten kommen als Unterstützung, wir können da gut durchstampfen mit dem, was wir haben. Wir haben sehr gute Saurus-Krieger. Wir haben Megan Fox, ultra erfahren mittlerweile darin, alle hier gegenüber sein zu kämpfen.
Wir haben eine Menge Bastiladons und sogar Kristalle der Wiederbelebung dabei, um wieder Saurus-Krieger zurückzuholen. Also wir haben eine Menge Potenzial für einen langfristigen Kampf. Alles klar? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.